Ich bin's, Dolly, und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Wasser und Malz. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei einem kleinen Video außer der Reihe. Ja, ihr seht hier kein Whisky stehen. Ich verkoste heute auch keinen, aber es soll natürlich um Whisky gehen, selbstverständlich. Aber nicht nur um Whisky, sondern auch um Musik. Letztes Jahr, ich glaube im Sommer war das so ungefähr, hat der liebe Ansgar, der Whisky-Wikinger, eine Challenge ins Leben gerufen, wo auch ziemlich viele YouTuber mitgemacht haben. Ich unter anderem auch. Fünf Whiskys und fünf Musikalben, die dein Leben verändert haben. Und ich fand das eine tolle, tolle Challenge. So die Verbindung zwischen Whisky und Musik und so fand ich super. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als ich vor 3 Wochen gesehen habe. Der liebe Ansgar hat jetzt nochmal eine Challenge ins Leben gerufen, so ähnlich. Also fünf Lieblingswhiskys und fünf Lieblingsmusikalben. Und dann hat er so als Metalhead dann noch die Aufnäher auf seiner Kutte erklärt. Ich habe mir das Video angeguckt. Ich habe mir auch die Videos angeguckt von den YouTubern, die er nominiert hatte. Unter anderem auch vom Sebastian von Whisky Wald Laufen. Und habe mich aber nicht angesprochen gefühlt, weil ich bin kein Metalhead, ich habe keine Kutte, ich habe keine Band-Shirts und ich habe auch kein Band-Merchandise. Also von daher, ne, habe ich mich gar nicht angesprochen gefühlt. Aber der Sebastian hat gemeint, ey Olli, mach doch mit. Dann suchst du dir halt irgendwas anderes als dritte Kategorie heraus. Ne? Also fünf Lieblingswhiskys, fünf Lieblingsmusikalben und noch irgendwas anderes, was damit zu tun hat. Und da habe ich mir jetzt Gedanken gemacht und habe gedacht, ja, ich finde, das ist prinzipiell eine sehr spannende, interessante Geschichte. Also machst du mit. Und ich habe als dritte Kategorie jetzt eigentlich genommen fünf Konzerte, die für mich persönlich besondere Konzerte waren. Also fünf Lieblingswhiskys, fünf Musikalben und fünf Konzerte. An Lieblingswhiskys habe ich jetzt auch keine Special-Abfüllung oder Sonderedition oder irgendwelche Whiskys genommen, die richtig viel kosten, sondern Whiskys, die ich gerne trinke, die auch ja, die noch gut verfügbar sind und die auch nicht die Ohren kosten. Also so zwischen 35 und sagen wir mal 80 Euro so in der Spanne habe ich mir überlegt. Und was die Musik angeht, auch da wollte ich jetzt keine großen Überschneidungen haben. Insgesamt nicht, aber auch nicht zu meinen früheren Videos, wo ich schon mal über Musik gesprochen habe. Zum Beispiel letztes Jahr mit den fünf Musikalben, die mein Leben geprägt haben. Also, dass es da keine Überschneidungen gibt. Und ich hoffe, mir ist das gelungen. Fangen wir doch einfach mal an. Der erste Whisky ist ein grundehrlicher Ex-Bourbon Whisky aus der Speyside, ein Craig Gallery 13. Mit einer schönen Trinkstärke von 46 Volumenprozent Alkohol. Wie gesagt, kein Schnickschnack, keine irgendwelche fancy Fassreifung oder sowas. Ex-Bourbon schmeckt sehr zitruslastig, also so Zitrone, Mandarine, so ungefähr. Ich finde den ziemlich lecker und für einen Speyside ist der auch schön kräftig. Ich glaube, das kommt von den Baumtaps. Hab darüber auch ein Video gemacht, habe den auch mal mit dem 17er verglichen. Kann ich euch ja mal oben verlinken. Falls euch interessiert, könnt ihr euch angucken. Ja, mein erstes Musikalbum. Was nehme ich da? Was nehme ich da? Ich nehme am besten mal dieses Album von der Gruppe Indica. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das auch halbwegs richtig ausspreche, den Titel des Albums. Ikuinen Virta. Indica ist eine finnische Pop-Rock-Gruppe mit rein weiblicher Besetzung. Man sieht hier zur damaligen Zeit waren das fünf junge Damen, die rockige Popmusik gemacht haben. Rund um die Sängerin, um die charismatische Sängerin Jonsu. Die waren in Finnland ziemlich erfolgreich, sehr bekannt, hatten fast schon Kultstatus. Außerhalb Finnlands kannte man die nicht.
Das kann an ihren finnischen Texten gelegen haben, aber sie hatten einen relativ bekannten Fan, Thomas Holopainen von Nightwish. Der hat die Band dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, hat die bei seinem Metal-Platten-Label untergebracht. Und das war auf der einen Seite gut, weil es ihnen auch Bekanntheit gebracht hat außerhalb Finnlands. Sie haben dann ein englischsprachiges Album aufgenommen, so ihre bekanntesten Hits mit englischen Texten umgetextet und sind durch Europa getourt. Da war ich dann auch mal auf dem Konzert in Aschaffenburg im Kolossal und habe mir dann unter anderem hier dieses Album auch signieren lassen. Aber auf der anderen Seite ist die Band daran dann auch fast zerbrochen, weil das Nachfolgealbum, was danach kam, nach diesem englischsprachigen Best-of sozusagen, das war dann ein sehr poppiges Album, herausgebracht auf einem Metal-Plattenlabel. Und das ist natürlich gefloppt. Also war halt nicht die Zielgruppe. Also mir hat es gefallen, aber ich bin auch kein Metalhead. Von daher, ja, dann ist es ein paar Jahre sehr, sehr still um die Band geworden. Die ist dann auch irgendwie auseinandergebrochen. Aber ich glaube, seit letztem oder vorletztem Jahr gibt es wieder Lebenszeichen. Die Sängerin Yeonsu hat mit einer anderen jungen Dame, die auch zur Gruppe gehört hat, nämlich Heini. Die sind befreundet auch. Das war, glaube ich, auch die Urbesetzung irgendwie aus der Musikschule heraus, hat sich dann diese Band gegründet mit diesen fünf jungen Frauen. Und also zwei von denen, nämlich wie gesagt die Sängerin Yeonsu und ich glaube die Gitarristin ist das Heini, die machen jetzt weiter, haben glaube ich noch ein oder zwei andere, also neue Mitglieder angeworben und sind wieder auf Tour. Ich habe auch was gehört, dass es da irgendwann vielleicht ein neues Album geben soll. Also sie haben es überlebt, aber sie haben nicht mehr den Status wie früher. Also wie gesagt, so ein Erfolg ist manchmal ein zweischneidiges Schwert. Ja, und nun das erste Konzert, von dem ich euch heute erzählen möchte. Das war natürlich nicht mein erstes Konzert, von dem habe ich euch in einem meiner letzten Videos erzählt, sondern so das erste Besondere, von dem ich heute berichten möchte. Und zwar, ich war am 2.3.2010 in Köln im Palladium und habe das erste und leider auch das letzte Mal ein Konzert der irischen Rockgruppe The Cranberries besucht. Die Sängerin Dolores O'Riordan war richtig gut drauf, ist die Bühne hin und her gewetzt, gesprungen wie ein Flummi, hat Stimmung gemacht, war richtig agil, hat sich dann dazwischen auch mal gemütlich an den Bühnenrand gesetzt, hat die Beine baumeln lassen und ein paar gefühlvolle Balladen zum Besten gegeben. Also das war ein richtig, richtig tolles Konzert. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, leider konnte ich das nicht mehr mal wiederholen und jetzt ist die Sängerin ja leider schon ein paar Jahre tragischerweise ums Leben gekommen. Da kommt leider auch nichts mehr. Aber ich bin froh, dass ich das Konzert besuchen konnte und noch in so schöner Erinnerung habe. Ja, also das war richtig, richtig toll. Wie gesagt, die Cranberries 2010. Mein zweiter Whisky ist dann auch ein besonderer, nämlich der Glengarry 15. Das ist ein 15-jähriger sherry-gereifter Whisky. Hat eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ihr hier sehen könnt. Man kriegt ihn noch recht gut. Manchmal ist er auch nicht so gut zu bekommen, so zwischenrein, aber man kriegt ihn noch. Allerdings hat er ziemlich aufgeschlagen. Also früher hat er so 50, 55, 60 Euro maximal gekostet.
Mittlerweile kostet er 80. Das ist schade, aber ich habe mir damals so einen kleinen Vorrat zugelegt. Also da bin ich auch sehr, sehr froh drum, weil der ist richtig, richtig lecker. Der ist, finde ich, aromenmäßig so ein kleiner Waldspaziergang. Da ist von roten Beeren über eine gewisse Erdigkeit ist da im Prinzip alles mit drinne. Und weil der nicht immer so verfügbar ist, habe ich mir gedacht, ich gebe euch eine Alternative. Den Glen Allachie 15. Auch mit Sherry-Einfluss, wie man sieht, auch relativ dunkel. Ein leckeres Teil. Schmeckt mir auch sehr, sehr gut. Was den Alkoholgehalt angeht, hat der Glengarry hier, Moment, 53,7 Volumenprozent, also schon ziemlich kräftig. Und der Glen Allachie 15, normale Trinkstärke 46 Volumenprozent. Aber alles beides leckere Teile, aber ich würde jederzeit hier den Glengarry vorziehen. Wobei Vorsicht, wenn jemand empfindlich ist, was Schwefel angeht. Also da gibt es Batches von dem Glengarry, die so ein bisschen Schwefel in den Aromen haben. Ich mag sowas sehr, deswegen stört es mich nicht, aber den einen oder anderen vielleicht. Ja, dann kommen wir zu meinem zweiten Lieblingsmusikalbum am heutigen Abend. Und zu einer Band, die in Köpfen vieler wahrscheinlich ein One-Hit-Wonder ist. Eine Indie-Rock-Band aus Island mit Folk-Einflüssen. Ich spreche von Of Monsters and Men. Ja, das sind die mit Little Talks. Mit diesem Hit, der vor Jahren so oft im Radio hoch und runter lief, bis man ihn wahrscheinlich hat nicht mal hören können. Der war damals auf ihrem, ich glaube, das war sogar ihr Debütalbum, My Head is an Animal. Und danach ist es um die Band relativ ruhig geworden. Aber sie haben danach noch zwei Alben herausgebracht. Vielleicht kommt demnächst ja auch noch eins. Und das hier ist das Nachfolgeralbum von My Head is an Animal, Beneath the Skin. Das gefällt mir musikalisch um einiges besser, weil es ist, finde ich, ein bisschen vielseitiger. Aber es war halt nicht mehr so erfolgreich. Okay, ich war auf ein paar Konzerten von der Band und habe mir hier auch dieses Album signieren lassen. Of Monsters and Men, Beneath the Skin. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Eins meiner Lieblingsalben. So, dann kommen wir zu meinem zweiten Konzert, was ich euch heute vorstellen möchte. Wir waren ja eben noch 2010 in Köln bei den Cranberries. Bleiben wir in 2010. Am 20.04.2010 hatte ich das Glück, Karten zu gewinnen für ein Konzert in Stuttgart im LKA Longhorn. Und zwar mit der schottischen Künstlerin Amy MacDonald. Das war ein relativ intimes Konzert. Das war damals, glaube ich, ausgerichtet von O2. Und es kamen auch nur Leute hinein, die eben Karten über O2 da irgendwie gewonnen haben. Oder man konnte sich registrieren und ist dann eben aus dem Pool gezogen worden. Und wie gesagt, ich hatte das Glück, habe Karten gekriegt und kam dahin. Ich war ziemlich weit vorne, ich glaube erste oder zweite Reihe. Amy MacDonald war super, war ein ganz, ganz tolles Konzert einer sehr sympathischen schottischen Sängerin mit einem sehr sympathischen schottischen Akzent. Ja, 2010, Amy MacDonald in Stuttgart. Ich erinnere mich wirklich sehr, sehr gern noch an, auch an dieses Konzert zurück, obwohl das wirklich Kontrast war zu den Cranberries, wo Dolores O'Riordan über die Bühne hin und her gefetzt ist mit einer Agilität, stand oder saß Amy MacDonald halt vor ihrem Mikrofon mit ihrer Gitarre und hat schön gesungen. Aber es war ehrlich gesagt beides sehr, sehr schön und ich erinnere mich sehr, sehr gern daran. Ja, und damit kommen wir zu meinem dritten Whisky heute Abend und zwar zum ersten rauchigen. Ist letztes Jahr erst rausgekommen, ohne Altersangabe von Rachel Berry und trotzdem
hat er mich auf Anhieb begeistert, weil er ein bisschen ungewöhnlich ist. Hier, Glen Glassau Porzoi, schöne Flasche. Wie gesagt, rauchiger Highland Malt mit einem Finish im Portweinfass und einer Trinkstärke von 49,1 Volumenprozent. Der ist, wie gesagt, ein bisschen speziell. Vielleicht deswegen auch nicht jedermanns Sache, aber mein Herz hat der irgendwie im Sturm erobert. Der hat aromtechnisch für mich sowas von diesen Gletschereis Hustenbonbons. So ein bisschen erfrischend, kühl, mit einer schönen Süße dabei. Ich finde den richtig lecker. Glen Glassau Porzoi ist von der neuen Range eigentlich mein persönlicher Liebling. Mag ich gerne. Und damit kommen wir zu meinem dritten Lieblingsmusikalbum und zu einer schwedischen Indie-Pop-Gruppe. Und ich meine nicht aber, es gibt auch noch andere gute Gruppen aus Schweden, die schöne Musik machen. Unter anderem auch die Soderberg-Schwestern, also die Gruppe First Aid Kit. Zwei junge Damen, Schwestern aus einem Vorort von Stockholm. Die machen Harmoniegesang mit Einflüssen aus Folk und Country. Sehr, sehr schön. Die hatten hier auch mal den einen oder anderen, na, ich will nicht sagen Hit, so hoch in den Hitparaden waren die, glaube ich, nie, aber die haben es ja schon auch mal in die Hitparaden geschafft. Und zumindest ein Song war auch bei irgendeinem Werbespot, ich glaube, für einen Autohersteller, für einen französischen, unterlegt. Aber wie gesagt, machen sehr gute Musik. Mit diesem Album, The Lions Roar, sind sie bekannt geworden und seitdem in Schweden auch eine bekannte Größe. First Aid Kit, The Lions Roar. Sehr, sehr schöner Indie-Pop, etwas ruhiger Natur, aber ja, so zum Genießen, kann man sagen, zum Genießen. Ja, und das führt uns zu meinem dritten Konzert, was mir so speziell in Erinnerung geblieben ist. Am 14.11.2011 im Kapitol in Offenbach. Da habe ich eine Popgruppe gesehen aus Norwegen, die ganz, ganz toll war, mitreißend. Man hat die Füße nicht stillhalten können, weil man immer irgendwie mittanzen musste. Katzenjammer. Ich weiß nicht, ob ihr die Band vielleicht kennt. Das waren, ich glaube, vier junge Damen aus Norwegen. Und die haben nach fast jedem Lied einfach die Instrumente ausgetauscht. Sind also immer so eine Station weiter oder so. Und die hatten als Markenzeichen eine riesen Bass-Balalaika. Und noch jede Menge anderer Instrumente. Also Schlagzeug, Gitarre, Keyboard, Trompete, Mundharmonika, Glockenspiel, also Xylophon besser gesagt, also alles Mögliche, und die haben so richtig fetzige Sachen gemacht, so in Richtung Balkan-Pop, aber auch völlig andere Geschichten, zum Teil alles ziemlich abgedreht, aber richtig mitreißend und auf einem musikalisch sehr, sehr hohen Niveau. Tja, wie das halt immer so ist, ne? Erst ist ein Mitglied der Band ausgestiegen, die anderen haben gesagt, ja, mal gucken, wir machen wahrscheinlich weiter und so. Und dann ist es halt still geworden um die Band, dann kam halt auch Corona und so. Und als ich das letzte Mal geschaut habe, ob es da vielleicht wieder irgendwas Neues gibt, hieß es, ja, die haben sich aufgelöst. Schade. Katzenjammer, die haben richtig gute, richtig schmissige, mitreisende Musik gemacht, das war richtig toll. Ja, zum Glück gibt es aber noch weitere gute, leckere Whiskys, die auch bezahlbar sind. Unter anderem auch den Legic Sinclair Series hier. 46,3 Volumenprozente Alkohol mit einem Finish im Ex-Rioja-Fass.
schöner der Jig-Rauch, schöne Einflüsse vom Fass, leckeres Teil, richtig, richtig gut. Ich mag den. Ich mag den sehr, sehr gern und es ist auch halt immer noch ein Whisky, der lecker ist und bezahlbar. Das ist heutzutage ja auch nicht unbedingt halt immer so gegeben. Und ich liebe Glenjig und der ist richtig, richtig lecker hier. Glenjig Sinclair Series. Ja, den gibt es ja auch schon seit einigen Jahren mittlerweile, aber in dieser Sinclair Series ist kein zweiter bisher herausgekommen. Also vielleicht kommt da ja mal irgendwann noch ein zweiter Teil mit einem anderen Fass-Finish oder so. Also das wäre schon spannend. Also der hier ist jedenfalls richtig gut, richtig lecker. Ja, und neben so leckeren Whiskys wie diesem hier gibt es natürlich auch noch weiterhin schöne Musik. Und so kommen wir zu meinem vierten Lieblingsalbum. Die Gruppe, die ich nehmen wollte, war mir klar, bloß ich habe lange überlegt, welches Album nimmst du, weil die haben einige, die ziemlich gut sind. In Schweden waren sie Superstars, im Ausland haben sie nicht groß ein Bein auf den Boden gekriegt. Ich spreche von der Gruppe Kent. Kennt ihr die vielleicht? Ja, die Formation um Joachim Berg. Die haben am Anfang so in Richtung Britpop, so ein bisschen rockige Klänge auch gehabt. Haben sich dann so mit den Jahren so langsam ein bisschen in Richtung Elektronik und Synthopop entwickelt und haben dann wieder am Schluss, kurz vor ihrer Auflösung, die Kurve gekriegt und haben dann wieder etwas mehr so, ja, rockigere Klänge angeschlagen. Und hier ist, wie gesagt, ihr vorletztes Album, Tiger Drottningen. Die haben nämlich schwedische Texte. Die haben am Anfang ihrer Karriere versucht, auch im Ausland zu landen und haben immer parallel hat Alben herausgebracht, die gleichen Songs, einmal mit schwedischen Texten, einmal mit englischen Texten. Da gab es, glaube ich, drei Alben, was sie zweisprachig im Prinzip herausgebracht haben, aber hat sich halt leider der Erfolg nicht so eingestellt. Hat außerhalb Schwedens nicht, in Schweden schon. Wie gesagt, da waren die richtig gefeierte Superstars. Und dann haben sie halt irgendwann gesagt, dann singen wir halt nur noch Schwedisch. Und das steht ihm ziemlich gut, wie ich finde. Sehr kryptische Texte. Ich habe mal versucht, das eine oder andere Lied, also den Text zum Lied, die Lyrics zu übersetzen. Ist alles relativ kryptisch. Da kann man dann auch viel interpretieren und so. Aber sehr, sehr schöne und sehr gute Musik, wie ich finde. Die Gruppe Kent. Aus Schweden. Am 12.06.2014 war in Bensheim an der Bergstraße Hessentag. Ich weiß nicht, ob euch Hessentag irgendwas sagt, aber hier in Hessen ist es eine Institution. Das ist immer so ein paar Tage, ich glaube so 8, 14 Tage. Immer in einer anderen Stadt in Hessen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt jedes Jahr ist oder jedes zweite oder jedes dritte Jahr. Aber da gibt es so einen Haufen Ausstellungen von Firmen, von der Polizei, von allem Möglichen, von Verbänden, was weiß ich. Man kann sich da sehr viel angucken. Das ist so auch so Volksfest im Prinzip. Es gibt Live-Musik, interessante Live-Acts auch immer. Und am 12.06.2014 war, wie gesagt, Hessentag in Bensheim und ich war da zum letzten Mal auf einem Live-Konzert der schottischen Folk-Rock-Gruppe Runrig. Danach habe ich sie leider nicht mehr sehen können, hatte ich leider nicht mehr die Gelegenheit. Und nach ein paar Jahren haben sie sich dann ja auch leider aufgelöst, sind in Rente gegangen. Das war es dann halt leider mit Runrig Live. Ja, dann bleibt einem halt nichts anderes mehr übrig, als dann die alten Alben zu hören und sich ab und an mal vielleicht eine Live-DVD oder Blu-ray mal reinzupfeifen, um so ein bisschen wieder dieses Run-Rig-Riggy-Gefühl zu haben. Diejenigen, die Fans der Gruppe sind, die wissen, was ich meine. Ja, schade.
Aber wie gesagt, das war das letzte Mal, dass ich die Gruppe live gesehen habe und das bleibt mir auch immer in Erinnerung. Ja, ich hoffe, bis hierher hat euch das Video gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht von den einzelnen Musikgruppen, Musikalben, Konzerten und so oder auch von den Lieblingswhiskys von mir, ob ihr da von irgendwas kennt, davon vielleicht auch irgendwas mögt. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne mal eure Lieblingswhiskys oder auch Lieblingsmusikgruppen und Alben schreiben. Das ist immer spannend und interessiert mich sehr. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir ein Like geben würdet, also unten auf den Daumen nach oben klickt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wäre es richtig toll, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Einfach unten auf Abonnieren klicken, auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Und ich freue mich riesig über jeden neuen Abonnenten, den ich hier auf dem Kanal begrüßen darf. Und damit kommen wir zum fünften und letzten meiner Lieblingswhiskys und auch wieder einen rauchigen und diesmal nicht aus dem Highlands oder von einer Insel, ja doch von einer Insel, aber nicht aus Mall, sondern von der klassischen Insel für rauchige Whiskys von Islay. Ich spreche hier vom Kilchoman Snake. Das ist eine Farmdistille auf der Insel Islay, Kilchoman, und die haben verschiedene spannende Whiskys in ihrer Standard-Range, unter anderem auch hier den Snake. Ja, das ist auch ein Whisky ohne Altersangabe, mit einem relativ großen Einfluss von Sherryfässern. Ich habe was gelesen von ca. 75% Sherry-gereifter und 25% Ex-Bourbon-gereifter Whiskys. Beim Markia Bay, das ist auch ein Kilchoman-Whisky aus der Core-Range, auch mit ähnlichem Preis. Da ist das etwas anders. Da ist, glaube ich, nur 10% Sherry-Einfluss und ungefähr 90% Ex-Bourbon-Einfluss. Aber hier schön Sherry-Aromen drinne. Man sieht es auch an der Farbe. Ich zeige euch das mal. Der hat schon eine schöne dunkle Farbe hier. Hier so. Kilchoman Snake hat wie viel Prozent? 46 Volumenprozent Alkohol, also klassische Trinkstärke. Ich mag den sehr, sehr gerne. Hat einen schönen Rauch, so ein bisschen lagerfeuermäßig und hat auch schön Sherry-Einfluss, also schöne, fruchtig, bärige Süße mit drin. Ein leckeres Teil. Lässt der hier schon federn? Ne, das ist hier vom Schaden. Okay, leckeres Teil und ist auch noch, wie gesagt, bezahlbar. Also lecker, lecker. Kilchoman Snake. Und damit kommen wir zum fünften und letzten meiner Lieblingsmusikalben und zu einer Gruppe, die ja, die noch nicht so alt ist. London Grammar. Eine dreiköpfige Band, Indie-Pop machen die, sehr ruhig. Gitarre, Keyboard, Gesang. Ist alles ziemlich auf den Gesang von ihrer Frontsängerin Hannah Reid ausgerichtet, die eine sehr dunkle Stimme hat, aber sehr, sehr schön. Zum Träumen irgendwie, zum Teil sehr melancholisch auch, gefällt mir sehr, sehr gut. Hier das Album insbesondere. Truth is a Beautiful Thing. Das ist, glaube ich, ihr zweites Album, wenn ich es richtig weiß, ihr erstes oder ihr zweites, das ist von 2017. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das bringt einem richtig runter, finde ich. Das ist wirklich sowas, wo einem ein bisschen runterbringt. Sehr, sehr schön. London Grammar. Truth is a beautiful thing. Na, bleibst du stehen? Ja, und damit komme ich auch zu meinem fünften und letzten speziellen Konzert, von dem ich euch heute Abend erzählen möchte. 22. Februar 2023, also ungefähr ein Jahr her. Mannheim SAP Arena, Hans Zimmer live. Ich hatte eigentlich Karten gehabt für ein Jahr früher, also irgendeinen Termin 22, aber das ist dann um ein Jahr verschoben worden wegen
den Corona-Auswirkungen noch. Und dann war es eben im Februar letzten Jahres. Und es war ein richtig beeindruckendes Konzert, also richtig großes Orchester, sehr viele, hat Musiker, Chor. Hans Zimmer hat sich hingestellt, hat so ein bisschen erzählt, so von der Entstehungsgeschichte der einzelnen Sachen und so ein paar Anekdoten aus seinem Leben. Es waren einige Gäste da, die gesungen haben oder auch Instrumente irgendwie speziell gespielt. Richtig toll, hier druckvoll, sehr schöne, von, ja, bekannte Melodien aus den Filmen, wo er den Soundtrack geschrieben hat. Richtig beeindruckend, war richtig, richtig toll. Das muss man mal echt erlebt haben. Ein tolles Konzert, da erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gerne daran. Hans Zimmer live, 22.02.2023. Ja, und damit hätte ich euch meine 5 Lieblings-Whiskys, meine 5 Lieblings-Musikalben und 5 Konzerte vorgestellt, an die ich mich besonders erinnere oder auch besonders gerne erinnere. Vielleicht hat mir ja auch der eine oder andere YouTuber zugeguckt und hat schon beim Gucken so überlegt, was wäre das denn bei mir so vielleicht? Falls du dich da angesprochen fühlst, ich glaube, der Ansgar würde sich freuen, wenn doch der eine oder andere bei seiner Challenge mitmachen würde. Also mach ruhig ein Video dazu. 5 Lieblingswhiskys, 5 Lieblingsmusikalben und ja, noch irgendwas anderes. Also halt unter Umständen Bandshirts, Merchandise, Konzerte oder was auch immer. Und auch ich würde mich freuen, noch das eine oder andere Video zu diesem Thema zu schauen, weil ich es halt unheimlich interessant und spannend finde. Und ich hoffe, dir ist es bei meinem Video auch so gegangen. Es war nicht zu langatmig. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, euer Olli. Ciao, bleibt mir gewogen. Tschüss.